Das erste Topspiel in dieser Saison heißt Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach. Das Borussen-Duell direkt zum Auftakt dieser Bundesliga-Saison. Beide haben im DFB-Pokal souverän ihre Gegner geschlagen. Der BVB gewann gegen den MSV Duisburg, auch wenn die Duisburger relativ früh in dieser Partie in Unterzahl waren. Borussia Mönchengladbach auf der anderen Seite schlug sehr souverän den FC Oberneuland, ziemlich eindeutig am Ende mit 8:0. Marco Reus im Fokus dieser Partie, natürlich ehemaliger Gladbacher, aber auch halt mehr oder weniger einer derjenigen, der gegen Gladbach auch immer dabei ist, was Scorerpunkte angeht. Und deswegen auch ein ganz wichtiger Aspekt beim BVB. Birki im Tor unter Lucien Favre, die Dreierkette, Kanji, Hummels und Emre Can. Hazard, Witzel, Bellingham, der Neuzugang, Munir und Marco Reus. Und ganz vorne Sancho und Erling Haaland. Bei Borussia Mönchengladbach, Sommer im Tor, dann Benzibaini, Elvedi, Ginter und Leiner, Kramer und Neuhaus auf der Doppel-6, Wolf auf der linken Seite, Stindl und Patrick Herrmann, der eine gute Vorbereitung gespielt hat, und ganz vorne, vielleicht ein bisschen überraschend, Marcus Thuram. Die erste Gelegenheit für den BVB nach einem Freistoß. Gut 25 Minuten ist das Spiel schon alt, die Dortmunder mit sehr viel Ballbesitz, allerdings noch ohne wirklich zwingende Chance, und dieser Freistoß ging auch genau in die Arme von Jan Sommer, also eher ungefährlich an dieser Stelle. Machen wir weiter mit einem Eckball auf der anderen Seite. Witzel, Neuhaus, Birki an die Latte. Dicke Parade von Roman Birki, der hier mit einer Glanztat den Rückstand verhinderte. Direkt ein paar Minuten später über die rechte Seite geht es. Und die Flagge Richtung Mitte für Hannes Wolf. Die Leihgabe aus Leipzig mit dem ersten Tor für Borussia Mönchengladbach. Und das Ganze aus seiner Sicht wahrscheinlich sehr, sehr einfach gewesen. Wir gucken uns das Ganze nochmal an. Hier Wolf unten im Duell gegen Emre Can. Läuft da einfach weg. Und hat dann praktisch ein ganz leichtes Ding gegenüber Roman Birki. Und bringt den Ball da vorbei am Schweizer. Und wir machen direkt weiter. Im zweiten Durchgang wieder Borussia Mönchengladbach, die einfach mit wenig Ballbesitz viel machten. Stindl, Herrmann, wieder Stindl. Gut gespielt. Und Birki. Aber die Situation ist noch nicht vorbei. Kramer nochmal mit Hannes Wolf. Nimmt nochmal Neuhaus mit. 2:0. Und Hannes Wolf ist an beiden Toren beteiligt. Florian Neuhaus mit dem 2:0. Kurz nach Wiederanpfiff in Halbzeit 2. Praktisch diese Doppelchance, die Kramer am Leben hält. Dann den Pass auf Hannes Wolf sucht und der hier am Beinturm beteiligt ist. Der Abschluss von Florian Neuhaus, da ist Birki noch dran, aber kann den nicht mehr entscheidend verhindern, diesen Gegentreffer. Und natürlich versuchte der BVB trotz mehr Ballbesitz irgendwie auch einen Weg nach vorne. Schnelles Umstellspiel, jetzt mal vielleicht mit Hazard und Erling Haaland. Steckt den Ball da durch, bleibt aber erstmal an Elvedi hängen. Reus, wieder Haaland, aber abseits. Der BVB machte aus dieser großen Anzahl an Ballbesitz einfach viel zu wenig. Am Ende verlieren sie dieses Topspiel mit 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach. Vielleicht eine kleine Überraschung an diesem Spieltag, dass die Fohlen den BVB schlagen können. Aber am Ende ist es aus Sicht der Chancen her vollkommen verdient. Der BVB machte, wie gesagt, zu wenig aus diesem Ballbesitz und verliert am Ende durch Hannes Wolf und Florian Neuhaus.